Hi Leute, heute geht's um Fokus. Und zwar ist es was, was bei mir in letzter Zeit vorgegangen ist. Und ich habe gemerkt, mit was ich wirklich meine Zeit verschwendet habe in den letzten Monaten, Jahren, und habe gemerkt, dass ich das, ich hatte es ja auch im letzten Video schon mal erzählt, dass ich im Moment sehr viel verarbeitet habe und habe mich irgendwie gefragt, habe da so ein bisschen in eine falsche Richtung gestartet und bin vom auch auf dem Kanal hier gemerkt, ich habe viel zu viel Energie in Sachen reingegeben, wo am Ende nichts bei rumgekommen ist. Gerade fahren hier so viele Autos. Aber ich bin hier schön auf dem Berg. Ja, auf jeden Fall habe ich so viel Energie in irgendwelche Nachrichten zum Beispiel gesteckt, wo irgendjemand was schreibt, aber habe gemerkt, ey, er hat sich da noch gar nicht informiert, irgendwas, habe da meine kostbare Zeit verschwendet, seine kostbare Zeit, hab komplett die Zeit verschwendet mit Leuten, die sich da überhaupt noch nicht sicher waren und hab da voll den Fokus drauf verloren, auf dich, der wirklich Bock da drauf hat. Also der war immer schon größtenteils da, aber es ist so viel Energie abgezogen worden durch diese ganzen belanglosen Dinge, weil ich auch nicht Nein sagen konnte. Ich konnte nicht Nein sagen, obwohl ich eigentlich schon gespürt habe, hey, eigentlich möchte ich das jetzt nicht, eigentlich möchte ich jetzt nicht auf diese Veranstaltung da gehen, sondern eigentlich möchte ich das machen. Ne? Was ich halt machen möchte. So. Und eigentlich möchte ich da nicht hin, eigentlich möchte ich das nicht, aber ich habe immer so aus gut Menschending, ne, nicht Nein sagen können und dachte, ich tue da jemandem Gefallen und am Ende tut man keinen Gefallen, niemanden so. Man tut den Leuten nicht einen Gefallen, wenn man irgendwo hingeht, wo man keine Lust drauf hat erst. Weil dann einfach keine coole Stimmung mehr ist und weil es keinen Spaß macht so. Und deshalb möchte ich auch, wenn du zu mir kommst, wenn du da Bock drauf hast, wenn du merkst, es resoniert mit dir, dann habe ich da auch Bock drauf. Und ich habe noch in so viele andere Dinge mich ablenken lassen vom Fokus. Eben auch sowas wie Social Media Sachen. Facebook habe ich jetzt gekappt. Ich habe erstmal mir so ein Plugin geholt. Dann siehst du den Newsfeed nicht mehr. Das ist eine sehr schöne Sache. Also wenn du einfach nur in Facebook bist, um in Gruppen zu schreiben, um dich wirklich auszutauschen und wirklich mit deinen Freunden in Kontakt zu stehen, dann kannst du das nutzen. Das ist super, super Plugin. Kriegst keinen Newsfeed angezeigt, gehst rein, wirst nicht ständig von irgendeinem Quatsch abgelenkt, schau mir keine Videos mehr an. Ich habe auch eine Not-to-Do-Liste geschrieben, ist auch eine sehr coole Sache, muss ich sagen. Und damit passiert genau das Gegenteil von dem, was manche vermuten. Vielleicht vermuten manche, dann legt man den Fokus noch mehr auf die Dinge, die man nicht machen will. Nee, aber dann fallen sie einem erstmal auf. Also, dann, wenn man das Bewusstsein hat, dann kann man, merkt man jedes Mal in dem Moment, hey, okay, jetzt schaue ich gerade einfach ein Video an. Natürlich, weil ich eh auf YouTube immer bin und dann eigene Videos hochlade und so weiter. Und dann siehst du irgendeine Überschrift oder so und guckst wieder irgendein belangloses Video an. So, ich mir vorgenommen, hey, ganz klar, nichts mehr zu konsumieren, wenn ich nichts davon umsetze. Also, das ist immer auch ein cooler Ansatz, auch für dich, wenn du irgendwas schaust, wenn du das Video hier anschaust. Dann nimm was mit. Schreib dir auch eine Not-to-Do-Liste. So, schreib dir auf, womit du nicht mehr deine Zeit verschwenden möchtest,
damit du wirklich die Energie hast für die Dinge, die du machen möchtest in deinem Leben, für die Dinge, die es dir wirklich wert sind. Und ja, nicht deine Zeit verschwendest. Das Leben ist so kostbar, es ist viel, viel zu schade, um deine Zeit zu verschwenden. Es ist so viel zu schade, ohne Spaß. Schaut euch das mal an und du verpasst so schöne Sachen, du verpasst so geniale Sachen wie so ein Sonnenuntergang. Und das wünsche ich dir nicht. Sowas sollst du nicht verpassen. Verpasst nicht dein Leben. Schreib dir die Dinge auf, wo du eigentlich schon lange spürst, hey, okay, du verschwendest viel zu viel Zeit mit XY, damit irgendwelche sinnlosen Videos zu schauen, ohne was zu, ja, umzusetzen. Also nichts mehr passiv nutzen. Für alles, was du nutzt, was du konsumierst, auch was umsetzen. So, nie mehr konsumieren, als zu umsetzen. Das ist ein Punkt. Dann habe ich die Wohnung erstmal ausgemistet. Instagram habe ich gelöscht, habe ich gemerkt, ist nichts für mich. Ich hatte ja mal neulich angekündigt oder ein Video auch gemacht, dass ich Instagram hatte. Aber da ist mir auch der Fokus verloren gegangen auf die Dinge, die mir Spaß machen. Facebook habe ich die Community-Gruppe, geht da auch mal rein. Macht super Spaß im Moment, sehr schöner Austausch. Wenn ihr da Fragen habt, stellt sie in die Gruppe. Ihr kriegt gleichzeitig die Antworten von den Leuten. Ihr habt den Nutzen selber draus, was die Leute auch für Fragen stellen. Und neulich habe ich eine Umfrage gestellt. Würde mich auch freuen, wenn ihr da auch nochmal euren Senf zu abgibt. Und ihr könnt euch auch verknüpfen. Es gibt auch eine Umfrage, die ist oben angepinnt bei den Ankündigungen. Ja, wo alle herkommen, könnt euch da austauschen und wirklich Leute mit Leuten in Kontakt kommen, die da gleich ticken, die da auf dem gleichen Weg sind, dass wir unsere Energie nicht verschwenden, sondern fokussieren und dadurch wirklich gezielt wachsen können. So, wenn du eine Pflanze gießt, dann tust du das Wasser nicht irgendwo hin, du tust es direkt zu der Pflanze, die wachsen soll. Dein Fokus direkt auf die Dinge, die wachsen sollen. Und die positive Energie, die ich mit euch habe, die ich mit dir habe, so, die möchte ich wachsen lassen. Und ja, in den letzten Monaten habe ich echt gemerkt, wie mein Fokus so, ich habe zu viel Energie auf diese ganzen anderen Sachen gelegt, die ist so abgegleitet davon. Und ja, ich freue mich jetzt voll drauf, da wieder mit einer ganz anderen Energie reinzustarten. Und vielleicht spürst du meine Freude dabei. Auf jeden Fall. Ja. Das ist mein Thema gerade gewesen. Fokus, Klarheit. Diesen ganzen unnötigen Ballast, den man sonst mit sich rumschleppt. Wenn du mal eine lange Wanderung machst, wenn du ein klares Ziel hast irgendwohin, dann weißt du, dass jedes Kilo, jedes Gramm, das du in deinem Rucksack mitschleppst, viel sein kann. So. Und oft sind es die Dinge, die dich zurückhalten. Oft passt alles. Aber es sind Kleinigkeiten, die dich zurückhalten. Diesen kleinen Unterschied zu machen und zu sagen, ja, ich gehe den Weg jetzt. Ich mache das jetzt so. Ich setze es um. Und ich schreibe mir eine Liste. Also mach das, wenn du das Video angeschaut hast. Und ansonsten schau kein Video mehr. Kein neues. Ja, und dann hat man wirklich einen klaren Fokus, sich um die zu Dingen zu kümmern, die man wirklich möchte. Kann die ganz entspannt, ganz klar und fokussiert angehen. Und das mache ich jetzt auch. Und ich habe auch gemerkt, ey, das hatte ich auch im letzten Video schon mal erwähnt. Ich möchte wirklich die Leute, die voll Bock drauf haben, mit denen möchte ich halt auch zusammenarbeiten. Und nicht mehr mit Menschen, die sich noch gar nicht im Klaren sind, was sie möchten. So. Und ja, wenn du an dem Punkt bist, so als freiheitsliebender Herzensmensch, da ja wirklich Schritt für Schritt
die Ernährung umzustellen, ja, und dich ganzheitlich zu reinigen, ja, um da wirklich zu einer wahren Gesundheit wieder zu gelangen und auch einer inneren Stabilität, weil das ist oft, ja, viele vergessen es, diese innere Stabilität, die brauchst du, wenn du da voranschreitest und zu immer mehr Lebensglück dann langsam gelangst. Aber gerade mit der Ernährung kommen so viele alte Sachen hoch. Und da muss man lernen, diese Emotionen zu verarbeiten. Das ist ein schrittweiser Prozess. Und oft wird es dann zu schnell angegangen. Und ich habe da so viele Fehler am Anfang gemacht. Ich habe so viele Sachen, die ich mir hätte sparen können, bin da extrem aus dem Gleichgewicht geraten. Am Anfang bin da extrem geschwankt, weil es mich einfach voll überwältigt hat und teilweise echt heftig. Und du kannst auch echt bei diesem ganzen Reinigungsprozess sehr viel Schaden anrichten, wenn du einfach irgendwie, auch gerade mit den Zähnen ist ein häufiges Problem während der Reinigung, wenn man dann zu viel Früchte oder dann diese extrem langen Fasten am Anfang. Und es ist so schade zu sehen, wie viele dann an den Punkt kommen, dass sie echt irgendwie 90, 95% irgendwie mal kurz in die Rohkost reinstarten oder kurz irgendwie da reinstarten, was umstellen und dann ist der Fokus wieder weg. Dann hat man nicht das Umfeld, man hat Heißhungerattacken, man hat Gelüste, all diese Probleme, die eben damit einhergehen. Und ja, es muss halt nicht sein. Man kann da wirklich immer mehr dahin kommen, dass man auch mit der emotionalen Entgiftung klarkommt, eine emotionale Balance da drin findet, ein Gleichgewicht, eine stabile Psyche entwickelt und auch diese Heißhungerattacken dann reduziert, weiß, wie man die handeln kann, minimiert. Und ja, da habe ich einfach voll Bock drauf, dich dabei zu begleiten, wenn du da Lust drauf hast. Und ja, wie gesagt, im letzten Video hatte ich es auch schon angekündigt. Wenn es wirklich das ist, so, wenn du merkst, da möchtest du hinkommen, da möchtest du stehen, so in einem Jahr, dass du da wirklich auch Klarheit hast, dann können wir auch gerne mal telefonieren und ein kostenloses Strategiegespräch machen. Kannst du dich drauf bewerben? Also musst mir vorher ein paar Fragen ausfüllen. So, damit ich auch sehe, hey, passt das, resoniert das ungefähr? Und dann sieht man es ja eh im Gespräch, ob wir da überhaupt, ja, ob das bei uns wirklich passt, ob ich dir da wirklich weiterhelfen kann einmal und ob es halt dann auch menschlich einfach resoniert. Ich finde, wenn man ein Jahr lang zusammenarbeitet, dann ist es echt, dann sollte schon stimmig sein. Genau. Also einen Link stelle ich mal unten drunter. Kannst du sehr gerne, ja, dich bewerben und dann freue ich mich drauf. Das ist nämlich das. Da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe gemerkt, ey, der Fokus ist bei mir so abgedriftet und dann kannst du dich nicht mal richtig, auch weil sich das Ganze nicht mal finanzieren lässt, kannst du dich nicht mal richtig um die Leute kümmern, die da Bock drauf haben, die da dabei sind. So, und dann fehlt der Fokus völlig und ich möchte dann wirklich mich komplett hundertprozentig um dich kümmern können. So. Und ja, das waren so Wandelprozesse, die gerade in mir vorgehen. Weiß nicht, ob es bei dir vielleicht ähnlich gerade ist, dass da auch vielleicht die Dinge viel klarer rauskommen, dein Fokus viel klarer rauskommt. Aber ja, jetzt will ich das Video mal nicht in die Länge ziehen. Jetzt noch den Sonnenuntergang gleich genießen. Und schreib dir eine Liste. Nicht vergessen, sonst kein Video mehr anschauen, wie gesagt. Und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Und ja, wenn dir das in irgendeiner Weise weitergeholfen hat und es wirklich dein Leben verändert hat, dann teile gerne die Videos, lass es andere Leute wissen. Abonnier die Glocke beim Kanal und all diese Sachen. Kennst du ja die Sprüche? Mach's gut. Ciao.